Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Arc Age auf dem Arani-Kontinent. Zusammen mit meiner Wanderbardin, die euch mal wieder ihren entzückenden Rücken zuwendet. Sorry, falsche Taste gedrückt. Ja, wir haben hier aufgehört das letzte Mal mit so ein paar Quests, die wir noch offen hatten. Ich hatte mittlerweile schon wieder eine Aufnahme gemacht, allerdings musste ich, weil meine OBS-Software gesponnen hat, hier tatsächlich abbrechen. Die ist geruckelt wie bekloppt. Und ich hoffe, ich habe das jetzt halbwegs in den Griff bekommen. Falls es ab und an kleine Frame-Aussetzer gibt, bitte ich, das einfach mal zu übersehen. Aber so direkt scheint es gerade wenigstens halbwegs flüssig zu sein. Ich weiß nicht, was passiert ist, warum das auf einmal nicht mehr geht. Vorher war es ja alles flüssig, oder? Hoffe ich zumindest. Naja, wie dem auch sei. Ich habe dann in dieser einen Aufnahme, die dann leider nichts geworden ist, schon mal zwei Quests gemacht. Nämlich einmal die Wasserbüffel gekillt und einmal die Wildererin. So. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Gekillt. Das werden wir dann jetzt hier entsprechend abgeben können. Und ja, super. Ich habe hier mal wieder überhaupt nichts, um einen Timer starten zu können. Das ist klasse. Wir kriegen ein Geschenk. Das heißt, hier alle 30 Minuten. Das ist noch 30 Minuten. Da habe ich noch meinen Timer. So. Perfekt, oder? Willkommen in Mahadevi. In dieser Gegend bekomme ich nicht viele Schattenfalkenkameraden zu sehen. Gibt es Neuigkeiten aus dem Tigergratgebirge? Ist unsere Hauptquest übrigens. Die dachte ich, machen wir doch jetzt mal, ne? Salfira-Jünger. Ich habe tatsächlich eine Gruppe von ihnen nach Norden reisen sehen. Sie trugen eine Art gepanzerte Truhe. Vielleicht haben sie ja den Edelstein, den du suchst. Du solltest sie jetzt angreifen, bevor sie die Stadt erreichen. Hier, betäube ihre Wachen mit dem Schlaftrank, untersuche dann die gepanzerte Truhe, die sie tragen, und sprich wieder mit mir, wenn ich noch kann. Ja, das ist ja diese konkurrierende Truppe, wo wir da aufspüren müssen und schauen müssen, was es damit auf sich hat. So, was muss ich denn hier machen? Ach so, ich muss hier was herstellen. Fertige die Ärmel der Stadt der Türme. Mit einem Blausalzkeil. Achso, ja genau, das ist die feste Sehne, die ich finden musste. Okay, also brauchen wir einen Blausalzkeil. Beziehungsweise wahrscheinlich deren drei, bin ich jetzt einfach mal so optimistisch und kaufe die. Das ist so eine kleine Crafting-Quest quasi. Also Ärmel der Stadt der Türme fertigen. Oh, wir brauchen drei pro Stück. Okay, da haben wir die Ärmel der Stadt der Türme. Na, die ist doch besser als. Die sind doch besser als das, was ich da trage. Das ist doch schön. Dann haben wir die schon mal. Und wir brauchen noch. Was brauchen wir noch? Da. Falkenplateau Schneelöwengarn soll ich herstellen, oder was? Ach ne, das ist die Handelsreise. Wo ist denn das? Das war doch nur eins von drei Teilen, oder? Mal schauen, was müssen wir noch herstellen? Hier leuchtet doch noch alles. Kappen. Was ist denn hier? Das ist Lederrüstung. Sekunde, das hier ist doch Stoff. So, schauen wir uns mal an, was wir hier noch brauchen. Stoff. Ärmel der Stadt der Türme haben wir schon. Schärpe der Stadt der Türme. Da brauchen wir wieder spitzes Horn und solche Sachen. Glitschige Schuppe. Kann das mehr als das Zeug, was ich habe? Ja, da könnte man eigentlich mal ein bisschen was craften, ne? Gut, da habe ich jetzt mit 11 Intelligenz. Allerdings kriege ich hier dafür Ausdauer. Ne, 11 Stärke. Was habe ich denn da? Also die Handschuhe sollte ich mir machen. Die Schuhe. Schuhe sind schlechter. Kapuze. Die müssen wir uns auf jeden Fall machen. Was brauchen wir denn dafür? Gemustertes Schalenfragment. Wo kriege ich denn das her? Wo kriege ich denn das her? Will das haben? Wo kriege ich es her? Die
Schärpe werde ich eigentlich auch ganz gerne. Also da brauchen wir spitzes Horn. Das kriege ich, glaube ich, von diesen Büffeln. Da müssen wir mal gucken, ob wir das looten können. Und dann irgendwas mit Schalenfragment. Wir gehen mal auf Suche, oder? Komm, so viel Zeit muss sein. Ich habe keine Ahnung, ehrlich nicht. Ich habe diese Handelsquest. Es gibt so eine ähnliche auf Nui-Seite ebenfalls. Aber ich habe die auf Nui-Seite nie gemacht. Da brauchte man auch so verschiedenste Gegenstände. Schauen wir, was diese Krokodile hier fallen lassen. Jetzt habe ich es gerade schon wieder vergessen. Was war es? Das eine war Schalenfrei. Achso, Horn war das. Also mal schauen, ob wir hier. Wahrscheinlich schätze mal, die Wasserbüffeln werden mir das Horn geben. So, was habe ich hier bekommen? Geldbörse des Priesters. Hm. Schauen wir mal, was der Wasserbüffel kann. Vermutlich werde ich hier auch nicht immer looten. Geldbörse des Priesters. Müssen wir mal gucken, ob die. Ja, lauf nicht weg. Ja. Bleib doch einfach mal stehen. Vielleicht sollte ich die vorher vereisen und dann diesen AOE drüber machen. Allerdings, wenn ich sie vorher vereise, laufen sie auf jeden Fall. In meine Richtung. Dann könnte ich es allerdings auch schon so ein bisschen davor setzen. So halt. Ja, oder auch nicht. Müsste ich mal gucken. Ne, auch wieder nur eine Geldbörse. Ich glaube, da muss ich mal gucken, dass ich das halbwegs getimt bekomme. Okay. Das ginge. Geldbörse des Priesters. Also, das sieht jetzt nicht so aus, als würde ich da viel Erfolg haben mit den Hörnern. Nichts dabei. Auch nichts dabei. Wo kriege ich jetzt das Zeug her? Habe ich noch irgendwas anderes im Inventar? Von dem Kram? Sieht nicht so aus, ne? Kann ich aus den Kisten noch was rausholen? Nee. Lassen die Wilderer was fallen? Wasserbüffelfilet, das gehört noch zu einer anderen Quest. Ist gar nicht so easy. Hier oben die Tiger, die hatten die Sehnen. Das weiß ich noch. Ich meine, hier gab es doch dann auch diese Büffel. Waren das auch Wasserbüffel? Waren hier noch andere Büffel? Wir werden mal wieder uns kurz ein wenig umsehen müssen. Ein Gorilla. Was haben die denn? Die haben wir noch gar nicht angegriffen. Geldbörse. Entweder ist der Loot wirklich super selten. Oder ich müsste mich mal belesen, welche Viecher wir hier jagen müssen. Ich meine, letzten Endes ist es die Rüstung ja nicht wert, die jetzt so eine Riesenmühe sich zu machen. Wenn wir das jetzt schnell zusammengelootet hätten, wäre das kein Thema. Aber so ist es schon ein bisschen doof, hier im Dunkeln zu stochern. Da hinten, das sind alles Gorillas, glaube ich, oder? War das Gorilla, Gorilla, Gorilla?
Da hinten, das müssten wieder die Tiger sein. Die schauen wir uns nochmal an. Aber die hatten nur diese feste Sehne. Voll vorbei, aber hat trotzdem getroffen. Also, puh. Gut, wir machen uns mal zurück ins Lager. Die Frage ist echt, wo ich das jetzt, das Zeug jetzt auftreiben könnte. Wow, Baum. Mal schauen, ob es gut geht. Durch die Äste kann man meistens durchfliegen. Boah, wir sind ewig hoch, ne? Oh, nein. Fast hätte ich es bis zum Nürnberg geschafft. Na, egal. Hier ist doch ein bisschen was verschoben. Dann müssen wir erst das und dann das. Aber egal. Eigentlich müsste es so rum sein. Ich tausche das mal so. Ja, also puh. Finde ich ein bisschen schade, dass man das jetzt nicht wirklich erklärt bekommt. Beziehungsweise ich hätte halt gedacht, da wir diese Quest ja noch offen hatten. Ich schaue jetzt mal, ob hier noch irgendwas ist. Nee. Nee, alles. Alles weg. Ich meine, die leuchten hier noch. Ach so, das waren bestimmt Leder, Platte und Stoff, diese drei Teile. Entweder herstellen, die drei, die da waren. Ich habe das nicht genau angesehen, was es war. Hier, das wäre. Da hätte man den Armschutz auch mit fester Sehne herstellen können. Hier ebenfalls, dieser Armschutz braucht feste Sehne. Das ist das, was wir gefunden hatten. Diese feste Sehne. So, und was sind jetzt hier das für Dinger? Lederrüstungsform, Lattenrüstungsform, Stoffrüstungsform, so. Das sind die ganz regulären. Und das hier ist so eine Quest. Stoffrüstungsform, sozusagen. Tja, spitzes Horn. Und Schalenfragment. Wir werden weiterhin auf der Suche sein. Mahadevi ist ja noch ein bisschen. Ich kann mir vorstellen, dass das einfach noch ein bisschen braucht, bis man da zu den entsprechenden Gegner kommen, die das fallen lassen. Ah, hervorragend. Fleisch von bester Qualität. Das wird Garbasch sicher vorzüglich munden. Und Sir Abdullah wird hoch erfreut sein. Schnösel. Abdullah wartet in der Stadt der Türme darauf, Garbasch zu füttern. Ich kann ja noch nicht weg. Kannst du ihm daher das Filet bringen? Wenn du ankommst, bring Garbasch Futter zu Abdullahs Kämmerer Kaliharan, gleich hinter dem östlichen Stadttor. Schnösel. So. Wir reiten das mal. Müssen jetzt noch hier einen Überfall machen. Hier irgendwo durch müsste das Lager unserer Konkurrenz sein, sozusagen. Schattenfeige Kakula. Der sieht aber nicht so aus, als wäre er. Als wäre das ein Plan, was er da macht. Saphira Magier. Komm, wir mähen hier einmal schön durch. Die Saphira Idioten werden wir mal schön dezimieren. Wobei es ja eigentlich gelten müsste, ne, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Denn eigentlich ist unser Feind immer noch, ja, der eine Schattenfalke, der unsere Familie, unser ganzes Dorf auf dem Gewissen hat. Und wenn die, was sagt mal, geht's vielleicht noch ein bisschen schneller mit dem Respawn, ne? Nur so als Idee. Man könnte den auch einfach direkt wieder respawnen lassen. Das wäre doch noch besser, oder? Dass die gar nicht erst verschwinden, sondern direkt bleiben.
Game Design 5 setzen. So, die nehmen wir mal beide mit. Ich bin mal übermutig, ich weiß. So. Ich glaub's noch. So, und da haben wir unsere gepanzerte Truhe, ist klar. Ja, nee, hier. Ne? Das meine ich mit direkt respawn. Das, so muss das sein. Ein bisschen schneller noch, dann wäre es super. Mann, Leute, ey, was denken die, manche Entwickler sich bei der Entwicklung von Games? Was denken die sich dabei, wenn die sowas machen? Scheißegal. Ich habe nicht mal mehr Zeit gehabt zu sehen, was in dieser Kiste war. So. Sprich mit dem Typen da. Ja, und den Gefangenen ignorieren wir. Der scheint sehr bequem zu haben. Wir sind wieder dezent hoch. Ich flieg mal aufs Zelt. So. Nun, wenigstens war es kein völliger Reinfall. Dieser Nachricht zufolge ist die Drachenschuppe irgendwo in Salphira-Schrein in der Stadt der Türme versteckt. Also wir haben da scheinbar eine Nachricht rausgeholt. Bringe diesen Brief zur Ermittlerin Skuren auf dem Handelsplatz der Stadt der Türme. Wenn sie einen solchen Beweis in den Händen hält, wird sie sicherlich sofort einen Trupp Schattenfalken aussenden, um die Drachenschuppe zurückzuholen. Wenn ich diesen Handzettel des Salphira-Schreines zerstöre, könnte ich selbst Ermittlerin Skuren ausfindig machen. Dann müssten die Schattenfalken mich als einen der ihren akzeptieren. Was? Wenn ich diesen Handzettel des Salphira-Schreins zerstöre, könnte ich selbst Ermittlerin Skuren ausfindig machen. Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Das hat er doch gerade gesagt. Selbst, also ich meine, ob ich jetzt damit... Hä? Habt ihr das jetzt verstanden? Ding. Dreimal Feuer, Lunarit, ich bin reich. Seufz. Seufz, seufz, seufz. Na gut, muss man jetzt vielleicht nicht verstehen. Irgendwie... Was könnte mir das bringen, jetzt diese Nachricht zu zerstören und dann zur Ermittlerin Skuren zu gehen? Was könnte mir das jetzt bringen? Hier irgendwo war doch eine Quest auf dieser Karte eben noch am Leuchten. Aber jetzt nicht mehr. Naja, gut. Wir schwingen uns mal auf unsere neuere... Unser, naja, mittlerweile ja schon fast gar nicht mehr neues, aber schon immerhin hübscheres Reittier als das letzte. Was denn für Elefanten? Elefanten. Horn. Die werden jetzt hoffentlich keinen Stoßzahn meinen mit Horn, was ich da bei dem einen Ding brauche, oder? Ansonsten, wenn wir hier schon wildern, dann richtig. So einem badenden Elefanten. Mars Horn ziehen. Man weiß es nicht. Ich traue dem Game alles zu, auch dass es Stoßzähne als Horn verkauft. Wir probieren es einfach mal. Vorbei. Plupp. Spitzes Horn. Ich hab's noch gesagt. Ach, da ist diese Quest wieder auf einmal aktiv. Selbstversorgung, Gürtelmaterial. Spitzes Horn. Ach, das ist doch... Die eben hier schon aktiv? War ich so blind? Oder ist die jetzt einfach wieder aufgeploppt?
Das ist jetzt nur Gürtel. Wo ich jetzt die... wo ich jetzt die Dingsbums herbekomme, diese Schaden, das werden wir sehen müssen. Aber dann machen wir diese Rüstungsquest halt mal. Das sind bösartige Wasserbüffel. Ich glaube, das andere waren nur Wasserbüffel. Die haben wiederum ein spitzes Horn, die bösartigen. Dann jage ich doch die statt die Elefanten. Aber dann, wenn wir hier so nach und nach durch dieses Land reisen, werden wir sicherlich noch die anderen Gegenstände auch bekommen. Nur brauche ich das andere Zeug ja fast gar nicht. Einzige, was mich halt noch interessiert, wäre echt die Kappe. Die ist richtig gut im Vergleich zu dem, was ich habe. Aber die Oberkörperrüstung und sowas, das können sie sich schenken. Und die Schuhe und so ein Spaß. Oh, der Skill war nicht fertig. Das war praktisch. Okay. Wildfänge Kapitän, zu dem werden wir sicherlich auch noch dürfen. Sind wieder wildere. Das kann ich ja überhaupt nicht haben. Ne? Leute, die hier einfach durch die Gegend ziehen und nur damit sie sich mal ein bisschen eine Rüstung oder irgendwas herstellen können, fangen die an, hier Büffel und Elefanten zu töten und so. Also diese Wilderer, das sind die schlimmsten von allen. Das geht gar nicht. Geht überhaupt nicht. Eine versteckte Quest haben wir auch noch. Also Elefanten zu töten, das widerstrebt einem schon sehr. Genauso wie das mit den Tigern in einer der letzten Folgen war. Das weiß nicht. Man macht ja vieles, aber irgendwie, es gibt so ein paar Sachen. Da möchte man am liebsten die Quest nicht machen. Ach, dann wiederum verpasst man die Hälfte vom Spiel, so ungefähr. Auch doof. Also macht man es dann doch. Oh, Level up und Quest abgeschlossen. Das heißt, wir können die wieder abgeben. Und hier leuchtet ein Ausrufezeichen da oben. Aus dem Weg, da hinten sind Quests. Oh. Haben die ein bisschen mehr Leben? Ne, ich habe noch nicht richtig getroffen, scheint's. Hier hätten wir Quests. Dann können wir uns jetzt gleich den Gürtel herstellen, die Quests nochmal schnell annehmen. Die wollen wahrscheinlich, dass wir hier bei den Wilderern aufräumen. Lass mich raten. Meine Schwester Maisha ist verschwunden. Ich weiß, dass sie Probleme mit einem der Wilderer hatte, der etwas zu interessiert an ihr war. Ich bin sicher, er steckt dahinter. Könntest du dich in der Festung der Wildfänge nach ihr umsehen? Mhm. Ihre Hoheit Amarendra, okay, also Ihre Hoheit Amarendra die Vierte hat angeordnet, dass die Wildfänge-Wilderer ihre unerlaubte Elefantenjagd mit dem Tode bezahlen sollen. Ja, also wer jagt denn auch Elefanten? Also ich würde das ja nicht, also das ist ganz schlimm, ja, die müssen alle zu Tode, ja. In ihrem Besitz befindliche geraubte Waren sind sofort zu beschlagnahmen. Es ist eine Ehre, die Befehle der Königin auszuführen. Ja, dann mach doch auch. Ach, wie ich soll. Ich dachte... Es ist eine Ehre, aber du hast Schiss wie Sau. Gib's zu. So. Darf ich mir mal wieder die Finger schmutzig machen. Abracadabra. Boom. Ach, da ist ja jemand. Guten Tag. Ich würde da gerne die Kiste mitnehmen. Darf ich die mal ein? Nicht? Naja. So. Die da auch noch. Oder der da. Nee, haben die einfach hier Krokodile und Elefanten umgebracht. Das geht ja gar nicht. Sowas macht man nicht.
herrlich, wie wie dieses Spiel Doppelmoral unterstützt. Ja, nee, also wenn ich das selbst mache, ist das natürlich was ganz anderes. Aber andere, nein. Andere dürfen das nicht. Das passt aber so zur Menschheit allgemein. Das sieht man ja bei den Klimaschutzabkommen und dergleichen, ne? Nee, die anderen müssen schützen, ich doch nicht. Als Deutschland ja zum Glück noch so ein bisschen eine Ausnahme in dieser Thematik, aber die anderen schieben sich den schwarzen Peter immer schön zu. Nee, die pesten die Luft voll, dann muss ich doch nicht da den Anfang machen und sollen die anderen mal schön und so, ne? Ähnlich ist das hier. Ja, wenn ich das für meine Quest und für meine Rüstung brauche, dann ist Elefantentöten voll toll. Aber so, nein, Wilderer gehen ja gar nicht. Oh Mann, der Mensch ist schon irgendwie bescheuert. Es ist wohl keine Überraschung, dass einiges von der Schmugglerware, die den Wildfängen abgenommen wurde, ursprünglich mal den Händlern gehört hat. Kannst du das Diebesgut zu dem Händler Ashram bringen? Da könnte ich machen, ja. Das könnte ich machen, da muss ich da hinten hin wieder zurück. Das ist aber auch nicht schlimm, weil dort ja die nächste Rüstung auf uns wartet. Und wenn ich jetzt gerade mal so auf diese Uhr, auf meinen Timer da unten schaue, dann ist es wohl so, dass ich mich gerade noch so aufs andere Ufer retten kann. Wenn ich da drauf schaue, sagt mir das auch, dass unsere Folge schon vorbei ist. Das heißt, wir werden dann in der nächsten Folge weitermachen und unsere Rüstung hoffentlich irgendwie fertig bauen oder zumindest weiterbauen. Den Gürtel will ich haben und die Kappe, ganz dringend die Kappe, und dafür werde ich Elefanten töten und Büffel und Wilderer, denn Wildern ist doof. Ja. Dieses Spiel macht bekloppt, glaube ich, so langsam aber sicher, aber ich spiele es dennoch weiter und ich hoffe, ihr habt auch ein wenig Spaß bei der Sache. Ich nehme die Story mittlerweile nicht mehr ganz so ernst. Ich glaube, man merkt es. Irgendwie, ich glaube, wenn man das ernst nehmen würde, wäre man enttäuscht. Dann nimmt man es lieber mit Humor und dann ist es wenigstens lustig. So sehe ich es zumindest. Ich hoffe, euch gefällt es trotzdem und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.